An meiner Seite Attlebros-Kämpfer René Wollinger, der Gregory Antal in der ersten Runde durch Armbar besiegen konnte. René, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Am Anfang sah es ein bisschen so aus, als ob er dich da überrascht hat. Was war da los? Ja, er hat mich sehr überrascht. Also, mein Problem ist immer, ich schlaf immer ein bisschen. Ich brauche ein bisschen, bis ich richtig da bin im Kampf. Und das hat er eigentlich super ausgenutzt. Er hat mich gleich angegriffen. Ich war nicht drauf gefasst. Er hat ein paar gute Treffer platzieren können. Das hat mir ein bisschen aus meinem Plan ausgebracht, aber ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder eingefunden habe und ja, es ist gut ausgegangen. Er verfolgte so ein bisschen die Strategie aus der Guard heraus, dir auch so die Rippen weich zu klopfen, nennt man das ja, immer wieder auf die Rippen zu schlagen. Waren das Wirkungstreffer, die du gemerkt hast? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also da habe ich einfach gewartet und habe immer ein bisschen ausbauen lassen, so wie man das gedacht. Du konntest ja dann den Spieß umdrehen, hast dann selber ihn wieder zu Boden gebracht, nachdem du aufgestanden bist, konntest den Armbar ansetzen. War er da in deiner Welt, dass du gesagt hast, jetzt mache ich auch direkt den Sack zu? Ja, also ich habe mir gedacht, er hat sehr aggressiv gewirkt, wie man am Anfang gesehen hat. Und ich hätte jetzt einfach auf ihrem von der Mount aus sie Schläge platzieren können. Aber also, wenn ich vorher schon merke, dass er aggressiver Kämpfer und der hält jetzt hier viel aus und so. Und da tue ich gar nicht viel rum, da bin ich mit einem Armbar, glaube ich, besser dran. Würdest du sagen, dir als Kämpfer kommt das entgegen, wenn einer wild und unkoordiniert sehr aggressiv gegen dich vorgeht? Ja, schon, weil er hat ziemlich unkontrolliert kämpft und sicher, er hat mich am Anfang überrascht, das hat er gut gemacht, aber im Endeffekt mit dem unkontrollierten Kämpfen kann man, sage ich mal, keinen Kampf gewinnen. Nun war das ja dein Kampf nach Cage Fight Series gegen Ruben Wolf, wo du deine Niederlage wettmachen konntest. Das war ein sehr emotionaler Kampf. Wie siehst du denn jetzt deine Zukunft weiter? In welche Richtung geht's jetzt? Ja, also ich habe jetzt noch keine Termine fürs heurige Jahr zum Kämpfen, aber ich will natürlich heuern mindestens 4-5 Kämpfe bestreiten. Gute Kämpfe, ich habe auch schon ein paar Wunschgegner und so. Und ja, einfach weiter nach oben, weiter nach oben. Ich habe den vergangenen Kampf gerade nochmal angesprochen, nur nochmal für die Zuschauer, die es nicht wissen. Du hattest ja bei deiner Niederlage gegen Ruben eine Hirnblutung erlitten und einige hatten schon Angst um dich, dass du vielleicht nie wieder kämpfen kannst. Es gibt eine Doku, die das auch festgehalten hat, wie du wieder ins Training zurückgekommen bist. Wie schwer war die Zeit für dich? Ja, also die ersten paar Monate, wieder die ersten Trainingseinheiten waren wirklich sehr schwer und also ich habe eigentlich nicht gewusst, in den ersten paar Wochen beim Training, ob ich das durchziehen würde oder nicht, weil das hat mir einfach so viel Kraft gekostet, psychisch und körperlich. Ja, Gott sei Dank ist es gut gegangen. Siehst du das jetzt immer noch in deinem Hinterkopf, dass da eventuell schon mal was passiert ist oder hast du gesagt, das Kapitel ist vollkommen abgehakt, das habe ich hinter mir gelassen und jetzt geht's weiter? Nein, ich habe das Kapitel vollkommen abgehakt jetzt. Also auch mit dem Ruben, mit meinem Gegner eben. Wir verstehen uns jetzt ganz normal, das passt jetzt da. Ich denke, das ist auch ein wunderschönes Beispiel. Kannst du vielleicht den Zuschauern sagen, die an deiner Geschichte interessiert sind, wo sie die Möglichkeit haben, mal diese Doku oder diese festgehaltenen Bilder nachzuschauen? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann unser Doku rauskommt, aber bei uns kommen die neuesten Infos stehen immer auf unserer Homepage, www.attlebros.at. Und wenn es den einen oder den anderen interessiert, dann kann man sich gerne da informieren. René, ich denke, du bist auch ein gutes Beispiel dafür, dass ein Kämpferherz niemals aufgeht und sich immer wieder herankämpfen kann. Für deine Zukunft wünschen wir dir alles Gute. Hast du zum Schluss noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Ja, also ich möchte mich nochmal recht herzlich bei meinen Trainern bedanken, die mich wirklich das ganze Jahr hinter mir stehen, bei meiner Familie. Ja, danke. Wir danken dir. Alles Gute. Danke dir.